So, dann werden wir mal versuchen. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Aber das war doch Herr Weida, der Regisseur des Films. Ja, dann wollen wir mal versuchen, hier durchzukommen. Das geht aber leider nicht. Nicht, muss man auf eine andere Art und Weise. Ja, ich sehe das eigentlich als die einzige Möglichkeit an, zu den Damen zu kommen. Aber wie spreche ich denn jetzt die... Heißt sie jetzt Pulver? Ist das jetzt ein offizieller Anlass oder ist das privat? Dann heißt sie nämlich Frau Schmidt. Was frage ich denn eigentlich nach dem Geburtstag? Datum kann man eigentlich schlecht fragen. Man fragt doch keine Dame, wie alt sie ist. Na, versuchen wir mal. Was ist das denn? Das ist aber eine komische Art, ein Interview zu führen. Es ist aber auch schwer, an Sie heranzukommen, wissen Sie? Ja, da hätte ich gleich eine indiskrete Frage. Das wievielte Geburtstagsinterview ist es dann heute? Ah, das Interview oder der wievielte Geburtstag? Der wievielte Geburtstag, wenn wir mal so fragen. Es ist, also, ich muss mal schnell kurz nachrechnen. Ich bin geboren 1900... Aha, so ist das. Also, das ist sehr erstaunlich, wie weit sich das entwickelt hat. Meine Damen und Herren, wenn das so ist, dass unser Geburtstagskind noch so jung ist, wie wir es ja nicht anders erwartet haben, dann würde ich nur sagen, toi, 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 für die nächsten Jahre. Und ich bin sicher, dass in aller Kürze wir dann die Volljährigkeit feiern können. Ich danke Ihnen. Ja, da kann man sich dem nur anschließen, indem man ein Wohl auf die Damen von sich gibt.